Morgen. Morgen. Dann gehen wir einmal ins Lehrerzimmer. Einmal ins Lehrerzimmer. Hallo. Kommen Sie rein. Man, jetzt darf man. Schon rennen alle weg. Grüß Gott. Das ist der Herr Riem übrigens. Grüß Sie. Grüß Gott. Ich habe schon heute Morgen zu meiner Freundin gesagt, wahrscheinlich gehe ich geduckt am Lehrerzimmer vorbei, weil ich das noch so gewohnt bin. Aber Sie sehen, wir können echt lachen. Ja, ja. Das konnte man damals auch, sowas. Ne? Aber man darf halt nicht erwischt werden, zu einer bestimmten Zeit im Hause herum zu schweifen. Zur Unterrichtszeit. Gut, dann laufen wir ein Stückchen weiter. Fußball gespielt, wurde es damals auch? Ach ja, natürlich. Ja. Mehr oder weniger professionell, von mir jedenfalls kaum. Aber auch gekickt habe ich auch. Und hier waren die Fahrradständer, genau. Fahrradständer. Und wenn ich richtig erinnere, gab es noch den Stacheldraht zu den Mädels. Ja, ja. Dass nichts passiert. Stacheldraht. Das war etwas übertrieben, Stacheldraht natürlich nicht. Und hier, Besprechungsraum. Hallo, hier Servus. Sind wir in einem Klassenzimmer. Und da stören wir jetzt. Da stören wir jetzt ganz Hallo, einfach. Grüß Gott. Ich bin Wolfgang Hallo, Lien. Tag. Ich bin hier auch mal zur Schule gegangen. In diesem Zimmer nicht, aber in vielen anderen. Genau. Aber in das gehen wir jetzt auch noch. In eines von denen. Ja, so viel hat sich nicht geändert. Die Sitze sehen bequemer aus. Ja. Hier und da kommt ein Laptop dazu. Toll. Vielen Dank, dass wir rein durften. Tschüss. Ja, dann würde ich vorschlagen, laufen wir einmal nach unten, dann gehen wir mal, suchen wir Ihr altes Klassenzimmer. Hallo. Nicht erschrecken. Und da hinten war es das zumindest ein paar Jahre. Und es ist sogar frei, ich sehe es. Wobei ich jetzt natürlich spannend gefunden hätte, wenn Schüler da sind. Ja, ist abgeschlossen. Mhm. Nein. Hoppsala. Mit Latein. Genau. Mit Latein. Ja, genau. Reding zu freien. Ich bin meistens hier gesessen oder hier, ich weiß nicht mehr genau. Hier oder hier. Das sind sehr beliebte Plätze und das sind sehr beliebte Plätze. Sehr beliebt, ja. Das Grundgefühl bleibt gleich, oder? Das Grundgefühl bleibt gleich. Das ist schon toll. Ja. Irgendwie das Waschbecken scheint neu. Toll. Wenn man Sie jetzt fragen würde, apropos Latein, das an der Tafel steht, ja. Was hat mir die Schule gebracht? Also ich habe sehr viele lateinische Texte immer wieder in Arbeit und bin der Sprache immer noch in meinen Möglichkeiten nahe. Griechisch, was ich eigentlich noch viel mehr liebte, habe ich einfach zu wenig gearbeitet. Ich hatte den besten Lehrer, den man sich vorstellen kann, Günter Dietz. Ah, war auch Ihr Griechischlehrer? War mein Griechischlehrer. Ja. Und lange Zeit auch mein Deutschlehrer, aber vor allem Griechischlehrer. Mhm. Und von dem habe ich unheimlich viel gelernt, aber auch für mein eigenes Arbeiten, fürs Komponieren auch. Wir haben mit ihm Griechisch und Komposition? Ja, Symposion gelesen von Platon. Ja. Das heißt, die ganze Art, wie das komponiert ist, wie Platon die Satzlängen, die Cola, gegeneinander und miteinander stellt, das ist Komposition. Okay. Wo das wichtige Wort, wo es steht, warum es da steht und all diese Dinge. Da habe ich für mein Komponieren enorm viel gelernt. Außerdem
hat er eine Arbeitsethik, eine Schaffensmoral auch einfach ausgeströmt als Lehrer, gezeigt, sodass ich ihn auch wieder für meine Arbeit selber profitieren konnte. Das an einer Sache bleiben, das nicht sich ablenken lassen, das ganz, ganz tief in die Dinge hineindringen wollen. Und das hat er vermittelt. Was ich damals schon empfunden habe und was noch bis heute, jetzt werde ich nächste Woche 60, in mein Leben hineinwirkt, ist diese Lehrerpersönlichkeit. Ja. Einfach mit ihrem Anspruch, den er auch an uns hatte. Und das war nicht jetzt nur ein Leistungsanspruch, sondern auch ein Neigungsanspruch. Also, dass man sich der Sache auch zuneigt mit Leidenschaft. Weil sie nach dem, was die alten Sprachen bedeuten könnten, gefragt haben, das hat mit diesem Lehrer für mich zu tun. Und das ist ungebrochen. Wir laufen einmal Richtung Bibliothek. Okay. Und da habe ich mir dann Karl May ausgeliehen. Alle Karl May-Bände. Früher ging es hier rein, da waren da die Bücher. Also jetzt geht es nach rechts zum Historischen. Ja. Und nach links, hinten links, haben wir die Karl Mays. Karl May, immer noch, gell? Ah ja, und Karl May ist Karl May. Ich glaube, ich habe sogar noch einen Platon-Band von damals, der eigentlich hierher gehört. Vielleicht soll ich den mal zurückgeben. Schön. Okay, toll. Das Gefühl im Schulhof? Vertraut. Auch vertraut. Überhaupt nichts Gegenständiges, also Gegenstehendes. Nichts, was irgendwie entgegenwirkt. Natürlich hatte ich es nicht leicht immer, aber trotzdem, ich spüre, das war eine tolle Zeit, eine gute Zeit, die mir auch enorm Auftrieb gegeben hat. Ja. Und wissen Sie, was Sie vorhin gesagt haben, die Schule hat Ihnen Freiraum gegeben. Ja. Ich glaube, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist. Das ist so wichtig. Ja. Für meine Eltern war das nicht einfach. Die haben auch Sorgen gehabt. Mensch, was wird aus dem Bub, nicht? Ja, ja. Die kommen beide nicht aus dem akademischen Milieu, aber kamen, sie ja schon lange gestorben. Aber meine Güte, was wird aus ihm? Kann er mal leben davon? Ja, sie haben es Gott sei Dank noch mitgekriegt. Ja, ja. Ja, und